Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Stiergeborenen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen sind natürlich auch die Stier-Aszendenten, Stier-Mond oder Stier-Venus-Menschen oder natürlich auch die Cross-Watcher, wenn ihr für jemanden guckt, der Stier ist oder Stier-Placements hat. Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Wir gucken euch heute an, wie es für euch im März aussieht. In der Liebe, wenn ihr ein anderes Thema habt, dann kehrt es euch so um auf ein anderes Thema. Bei mir geht es aber grundsätzlich immer um die Liebe. Wenn ihr schon länger mit dabei seid, dann wisst ihr das. Es gibt noch Wichtiges zu sagen. Zeit ist immer flüssig. Das heißt, es kann im März passieren, das Ganze muss aber nicht. Ja, und das Reading kann natürlich mit euch resonieren, muss es aber nicht, weil es ein kollektives Reading ist. Das heißt, es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Okay? Also, dann würde ich sagen, let's get it started. Let's get it started für Stier im März. Stier ist verletzt. Stier, du trägst hier noch gewisse Verletzungen mit dir. Bewusst oder unbewusst, die dich vielleicht an wahrer Liebe noch hindern. Das ist das, was mir hier so durchkommt. Ja, du bist verwirrt, Stier. Ich nehme hier eine Verwirrung wahr. Also ich habe hier kurz, zum euch das zeigen. Hier laufen immer wieder Menschen durch. Zum euch das zeigen, hier die 5 der Münzen steht für ja, Verletzung. Dann habt ihr hier die 7 der Kelche. Ich sehe hier Verwirrung. Ich sehe hier Kelche mit verschiedenen Dingen und ihr wisst nicht so recht, wo geht es jetzt lang gerade? Wo geht es jetzt gerade lang? Ich will losgehen. Ich will losgehen. Ich habe das Gefühl, im März habt ihr voll Bock, irgendwas zu starten, irgendwo durchzustarten. Ihr wollt losgehen. Ihr habt hier den Drang, aber irgendwie müsst ihr zuerst eine Entscheidung treffen, bevor ihr losgehen könnt. Und ich habe das Gefühl, es fällt euch schwer, diese Entscheidung zu treffen. Was für dieser König? König der Kelche ist gekommen. Ich kläre den kurz ab. König der Kelche, um was geht's dabei? Okay. Ja, irgendwie spüre ich, dass ihr im März voll in eure Kraft kommt. Ihr kommt in eure Kraft und ich glaube, ihr werdet zu dieser Klarheit finden und einen Ausgleich somit schaffen können zwischen Gefühlen und, also zwischen Emotionalität und Tun, Machen. Es wird die Zeit kommen, wo da endlich ein Ausgleich stattfinden wird. Ich habe das Gefühl, vielleicht wart ihr in letzter Zeit entweder nur im Tun und Machen oder ihr wart eher im Nichtstun, im Wassermodus, im Wasserflow, im König der Kelche-Flow. Der ist sich zwar seinen Gefühlen bewusst, der ist sehr emotional und so weiter und so fort, aber dem fehlt es ein bisschen so am Machen, am Tun. Und ich habe das Gefühl, Monat März wird euch den Ausgleich bringen, hier mit der 6 der Münzen, geben und nehmen. Hier auch mal auf etwas zuzugehen. Ihr kriegt dieses Feuer. Ihr kriegt, von irgendwoher kriegt ihr Feuer. Und zwar Feuer, das ihr dringend braucht, liebe Stiere. Ihr seid zwar kein Feuerzeichen, aber auch genau deswegen könnt ihr auch mal Feuer gebrauchen. Ich habe hier noch die 3 der Schwerter. Schon wieder Verletzung. Stier, Stier, Stier. Stier, Stier, Stier. Warum bist du so verletzt? Ich kläre das auch mal kurz ab. Die 3 der Schwerter. Oh Gott, die 10 der Schwerter, klärt die 3 der Schwerter. Stier, ich habe das Gefühl, du bist zu krass in deinen Gedanken. Ich sehe so viel, ich sehe so viel Potenzial in diesen Karten, ja. Und dann kommt mir genau die 9 der Münzen. Hier die Erfüllung, die finanzielle Erfüllung, Reichtum, glücklich sein mit sich selbst, ja, innerlich reich sein. Und das manifestiert sich natürlich auch im Äußeren. Wenn du innerlich reich bist, dann wird sich das auch in deinem Äußeren manifestieren. Und Stier, das ist genau das, was ich hier wahrnehme. Du hast das Potenzial, innerlich sowie äußerlich reich zu sein. Du lässt dich aber immer wieder, auch im März noch, von deinen Gedanken bremsen. Ich habe das Gefühl, es gibt bei dir Gedankenmuster, die vielleicht verändert werden dürfen. Du hast so Gedankenmuster, die dich immer wieder ausbremsen und stoppen von dem, was du eigentlich möchtest. Ich habe jetzt für alle 7 Karten genommen bisher, deswegen gibt es jetzt auch für dich 7 Karten.
Eine letzte Karte für Stier im Monat März. Witzigerweise sehe ich hier gar keine Liebesbotschaft. Es geht wirklich im Monat März. Das heißt nicht, dass keine Liebe da sein wird, aber der Fokus liegt bei dir gerade auf dir selbst, Stier, im März. Ja, und deswegen brauchst du auch keine Karte mehr. Sie sagen gerade, das ist der perfekte Abschluss hier mit der Erfüllung, Reichtum in dir selbst. Okay? Es gibt trotzdem noch eine Engel der Liebe-Karte für Stier. Wir gucken mal, was da noch durchkommt. Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Okay, was mir hier durchkommt ist, es gibt vielleicht etwas im Thema Liebe bei euch. Da muss aber zurzeit nicht der Fokus drauf gelegt werden. Das ist nicht der Ort, wo gerade daran gearbeitet werden muss. Woran gearbeitet werden muss, ist an dir selbst. Die Chemie hier in der Beziehung, die stimmt, falls du nebenbei eine Beziehung hast. Okay? Da gibt es zurzeit nichts zu arbeiten. Und das ist nicht ganz so wichtig. Es gibt immer was zu arbeiten, aber es ist nicht ganz so wichtig, wie du selbst gerade zurzeit. Ich habe euch jetzt noch eine Krafttierkarte gezogen, die ist schon rausgesprungen. Und zwar will ich da ein Krafttier, das euch im Monat März begleiten wird. Und für dich, lieber Stier, oh mein Gott, ich habe doch gesagt, ihr braucht Feuer. Wir haben den Salamander mit Feuerkraft. Das ist so crazy, wenn meine Worte bestätigt werden. Feuer, Flamme, Licht, entfache das geistige Feuer deines Seins. Lasse dein Licht funkeln, leuchten und strahlen. Ihr werdet einen Feuer-Push kriegen im März. Ich spüre das. Ich spüre das so krass. Stier, Erdzeichen Stier wird ganz viel Feuer bekommen im März. Und ich habe das Gefühl, das wird so euer Durchstartermonat. Ihr werdet die alten Verletzungen, die wir hier noch sehen, die Gedankenmuster, werdet ihr zurücklassen und hier ins Feuer, ins Machen, ins Tun kommen. Stier, ich freue mich riesig für dich. Das klingt wunderbar. Und ja, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen, würde hiermit auch das Reading abschließen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Guck gerne auch das Video zu deinem Mond, Aszendent und Venuszeichen an. Und dann freue ich mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt, ein Abo hinterlässt und das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, mach's gut. Ciao.